herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderrand. Wir müssen irgendwo hin, wo ein LKW steht, gell? Ja. Wo denn? Ja. Beim Razex steht noch meiner. Ja, dann auf. Aber ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Ach so, ja, das können wir ja dann nachfragen. Weil Reparaturkosten von mal eben so 70.000. Lohnt sich da die Reparatur überhaupt noch? Für den Oldtimer eigentlich gar nicht mehr. Weil das ist ja der, den ich auf der Auktion ersteigert habe. Mhm. Weil beim Müller da hat auf einmal der Tor gespackt und wumms, lag ich auf dem Dach mit dem Ding. Eieiei. Eigentlich müsste so gesehen der Herr Müller meinen Schaden bezahlen. Tja, hat er keine Versicherung? Anscheinend ja nicht. So, ha. Noch nicht gekriegt. Oh, da ist er doch, oder? Wer ist denn das? Das ist der Razex, der Jürgen. Mein Träger! Hey! Mein LKW! Hey! Servus! Moin! Der braucht seinen LKW, ist der schon fertig? Oder hast du einen, den wir benutzen können als Fahrschulfahrt? Der Traktor ist auf jeden Fall fertig. Nee, einen LKW brauche ich. Geht ja um LKW-Führerschein. Unimog geht auch. Ja, dann nimmt den Unimog. Ich glaube, der ist. Ich weiß noch nicht, ob der LKW fertig ist. Weiß ich gerade nicht. Muss gucken. Ja, Unimog passt. Ja, weil, Jürgen. Ja? Ich gebe dir recht, ich habe mir auch noch mal ein Gutachten vom Neumann eingeholt wegen dem LKW. Du hast recht, der Schaden ist so hoch. Ja, ich sag ja, das ist nun mal so hoch. Ja, dann tut es mir aufrichtig leid, dass ich gesagt habe, das stimmt nicht. Ja, ich habe extra noch bei anderen Seiten so geguckt, weißt du? Also, Originalteile, aber ein bisschen da bin billiger, ich jetzt ganz, weißt du? Ja, da bin ich jetzt aber ganz ehrlich, dass der LKW, den ich habe, das ist der von der Oldtimer-Auktion. Ich glaube, das lohnt sich für den Schlepper nicht mehr. Das musst du dir überlegen. Ich sage es ja nur, dass das nichts mehr würde, nichts mehr bringen würde. Aber dann hätte ich nämlich ein Problem. Wie kriege ich meine Auflieger gezogen? Das ist ja gerade die Frage. Na gut, muss ich mir was einfallen lassen. Also Uninummer könnt ihr nehmen. Jo, danke dir, ja. Jürgen. Schlüssel steckt. Danke. Danke, gut, tschüss. Danke. Ja. Wollt ihr gerade die Aussicht genießen? Nee, alles gut. Da stand gerade bei mir auf der Ladefläche darum. Guck mal, sehe ich das gerade richtig aus der Ferne? Was denn? Steht doch irgendein Bus vor Razix Tür. Ja, musst halt aufpassen. Ich spring grad raus, ich mach's Tor auf.
klemmt das Tor wieder, ey. Ich weiß nicht, weshalb das immer... Das muss er mal reparieren, ey. Du, komm mal her, kannst du mir helfen? Ja. Guck mal, ob du das Tor aufgeschoben kriegst. Ah, jetzt. Gut. So, wo steht denn das gute Ding? Hier so. Ah ja. Ja, nee, wir sind immer ein. Ah. So, gut, ab geht's. So, du sagst wohin. Jojo. Erstmal hier vom Hof runter. Das wäre sinnvoll. Pass doch auf. Die sieht man nicht. Die sieht man, die sind extra hoch. Einmal stopp, du musst Tor wieder zumachen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. Gut, rechts bitte. An der nächsten Kreuzung links. Ja. Schnurrt wie ein Kätzchen, das Teil hier. Oh ja. Ach, hier oben war ich schon lange nicht mehr, ey. Ne, ich auch nicht. Obwohl doch, letzte Woche beim Stefan. Aber da durfte ich ja hier runterlaufen. Konzentrieren Sie sich auf die Straße. Hier war das rechts, ne? Links. Links, okay. Ich dachte, Sie wollten sich, haben irgendwas getrunken, damit Sie sich besser konzentrieren können. Ich habe nur gerade ein Brötchen gegessen. Nächste wieder links. Ich glaube, der Blinker klemmt. Jetzt ist er aus. Oh, ist das lange her, dass ich in der Fahrschule war. Ja. Aber sagen wir es mal so, ich bin ja auch selber dran schuld. Ja, vermutlich. Es wird ja nicht ohne Grund die... Wie viel Promille hatten sie? 0,8. Muss man halt aufpassen, ne? Ja. Ist ja immer die Sache mit diesen 0,0 Promille, ne? Neuer Führerschein heißt 0,0 Promille und Probezeit. Also ich bin nüchtern. Das haben wir gestern Abend noch mal getestet, bevor ich nach Bett gegangen bin. Vorhin haben sie aber gemeint, sie haben das heute Morgen getestet. Ich habe gesagt, heute Morgen habe ich den Kaffee ohne Extraschuss getrunken. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Stimmt auch. Ich weiß nämlich, was mir blüht. Ohne LKW-Führerschein ist mein Hof der Ruine. Geht der Hof pleite. Ja, ich find's ja komisch, dass er ihnen bloß den LKW-Führerschein entzogen hat.
Weil ich zu dem Zeitpunkt gerade mit dem LKW oben beim Stefan war. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei mir im Führerschein sind alle Klassen eingetragen. Wenn mein Führerschein weg ist, ist er weg. Ja, bei mir auch. Links. Nee, geradeaus. Der schaltet doch sehr geschmeidig. Gut in Schuss gehalten. Wenn ich dran denke, dass es eigentlich meiner war, ja? Den habe ich im RaceX verkauft. Achso, meinst du, der war zu groß für dich? Nee, den hatte ich ersteigert damals. Dann habe ich einen anderen RaceX verkauft. Okay. Innerhalb von 2 Minuten 1000 Euro plus gemacht. Vorne links, bitte. Ich habe ihm den dann ein bisschen teurer verkauft. Ach, meinst du noch ein bisschen Gewinn rausholen? Ja, oder meinen die noch ein bisschen Gewinn rausholen? Die nächste links. Stopp! Was machen Sie denn? Sie haben gesagt links. Ja, sind Sie gerade Forstwirtschaft? Oder Landwirtschaft? Nein. Ja, warum wollen Sie hier dann reinfahren? Sie haben doch gesagt, die nächste links. Ja, aber Sie sind ja der. Sie müssen doch aufpassen, wo ich Sie hinlots. Wenn da jetzt eine Einbahnstraße wäre und ich sage links, dann fahren Sie doch da auch nicht rein. Nein. Ja, sehen Sie was? Da müssen Sie schon aufpassen. Ja. So. Also, da. Geradeaus geht's. Eieiei. Herr Diesel. Da müssen Sie aufpassen, ne? Also, wenn Sie jetzt natürlich auf dem Weg wären, da an den Feld zu bearbeiten, dann dürften Sie da natürlich langfahren. Aber einfach zum Vergnügen natürlich nicht. Das ist, muss Ihnen klar sein. Ja, Herr Bruna. Auch mit dem Auto vorhin hätten sie da eigentlich nicht lang gedurft. Okay. Ich muss mal gerade telefonieren. Fahren Sie vorne links und dann nach Feldkirchen. Gerne doch. Gut, danke. Bitte. Wollen sich besser unterhalten. Warte, Herr Jäger, mich ruft jemand an. Herr Neumann? Jo, Volker hier, servus. Ja, moin. Hi. Du, was ist denn jetzt mit dem Tiefenlocker? Tiefenlocker? Ja. Ach, den du letzte Woche bestellt hattest, ne? Ja. Letzte Woche? Ja. Hattest du alles schon bezahlt? Nein. Aber ich wollte den ja haben, ich habe den bei dir bestellt. Ich glaube, der müsste dastehen. Okay, guck ich nachher mal. Okay, das war's schon. Danke dir. Warte, wenn du schon am... Ja? Ich hab 3 Sachen. Oh Gott. So, dann kommen erstmal die Steuern. Also. Das sind 5.100 einmal. Jo. Dann kriege ich noch für die Karotten... Für Karotten ernten 8.800 mit Steuern. 88. Ja. Und noch dazu bekomme ich für den Tiefenlockerer. Eine Provision. Ja, genau. Das sind dann 12.
1200. Mit Steuern. Ja, mit, okay. 12,2. 12,2 nochmal. Gut, gut. 12,2. Hab ich doch. Und 12.000. War nur 12? Moment. Ja. Ah. Ja, komm, hey, ich hab dir vorher ja, schon 9.000 ja. Überwiesen. Ja, passt schon. Also gut. Das war's. Jo. Okay, Subi, dann komme ich den irgendwann die Tage mal abholen. Ist am Händler direkt. Okay. Danke. Tschüss. Jo, bitte. Tschüss. So. Links bitte. Nee, komm, fahren Sie rechts auf den Hof. Passt. Erstmal genug gesehen. Einparken rückwärts bitte. Doch. Und abstellen. Ja, sieht gut aus. Okay, gut. Ich schreibe Ihnen jetzt noch was. Ja. Das müssten Sie dann, also eine Rechnung, müssen Sie bezahlen ja. Und dann müssen Sie nächste Woche Montag die Prüfung ablegen. Also es okay. War jetzt natürlich nur die Übungsfahrt. Ja, okay. Also nächste Woche okay. Montag. Abholung. Okay. Gut. Fahren Sie mich wieder zu den Wald? Gerne doch. So, Subi. So. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder durch. Soll ich's? Herr Diesel? Ja? Fahren Sie noch mal 5 Meter zurück. Was ist der blaue Pfeil hier? Was bedeutet andere, der? Andere Seite raus. Aha. Also da muss ich mir gerade noch mal überlegen, ob ich sie zur Prüfung noch zulasse. Heieiei. Nicht immer so faul sein. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.